Servus Leute, ich darf euch heute stolz meine neue Chicken Challenge vorstellen. Ihr könnt nämlich ab sofort, immer wenn ich PUBG streame, Chicken Wings, also quasi Punkte sammeln. Wer am jeweiligen Monatsende die meisten Wings hat, gewinnt 20 Euro. Der zweite und dritte Platz gewinnt jeweils 10 und 5 Euro. Um sich Wings zu verdienen, müsst ihr mit einem sogenannten Chicken Call möglichst oft richtig tippen, ob wir es in die Top 10 schaffen. Falls wir dann Platz 11 oder höher belegen, verliert ihr ein paar Wings. Schaffen wir es aber in die Top 10, werdet ihr mit Wings belohnt. Je besser unsere Platzierung, desto mehr Wings für euch. Die Challenge besteht also darin, eine Runde je nach Gear, Zonensituation, Geisteszustand des Streamers und so weiter möglichst gut einzuschätzen und dann entweder zu callen, weil man denkt, es wird was mit der Top 10, oder lieber die Füße stillzuhalten, weil man denkt, okay, das ist eh eine blöde Runde bis jetzt, da verliere ich nur Wings, ich lasse es lieber. Damit das funktioniert, brauchen wir natürlich sowas wie einen Teilnahmeschluss bzw. eine Deadline, also bis wann ihr innerhalb einer Runde teilnehmen könnt und auf Top 10 tippen könnt. Das ist jetzt in Modus abhängig, weil ich habe das so gemacht, dass wenn noch ungefähr 15 Teams leben, bis dahin könnt ihr teilnehmen. Dann habt ihr so rein rechnerisch so eine 2/3-Chance, dass wir überhaupt in die Top 10 kommen. Rein rechnerisch, wie gesagt. Und das ist im Solo natürlich 15 Players Alive, weil da ist die Teamanzahl 15. Im Duo leben natürlich im Schnitt immer ein bisschen mehr, ist ja logisch. Deswegen ist da der Teilnahmeschluss bei 25 Alive. Da müssten ungefähr 15 Duos noch am Leben sein, also Duo-Teams. Und bei Squad ist der Teilnahmeschluss 35 alive, weil da noch ungefähr 15 Teams im Schnitt leben werden. Das führt dazu, dass wenn ihr bei der Deadline callt, dass ihr eine rein mathematisch 2/3-Chance in etwa habt, dass wir auch die Top 10 packen. Das würde dann so bis zu 100 Wings führen, falls wir wirklich das Chicken Dinner holen und ihr riskiert 20 zu verlieren. Jetzt will ich aber natürlich die Leute belohnen, die sich früher festlegen, dass wir das Chicken holen, nicht erst zur Deadline. Deswegen, wenn ihr jetzt bei 70 Alive schon callt, also bei der doppelten Deadline, würdet ihr 200 Wings fürs Chicken Dinner bekommen, statt nur 100. Euer Risiko wäre dafür aber natürlich auch höher. Ihr würdet nicht nur 20 riskieren, sondern 60. Das erweitert jetzt natürlich die Frage, die ihr euch jede Runde stellen müsst, von riskiere ich was oder nicht, auf wann riskiere ich wie viel oder riskiere ich überhaupt was. In der Chicken Challenge Grafik seht ihr, je nachdem wie viele gerade am Leben sind, welche Wings-Zahl es bei Chicken Dinner gäbe und welche Wings-Zahl ihr verlieren würdet, falls es nicht Top 10 wird. Also das ist immer live ausgerechnet. Die maximale Anzahl, die ihr holen könnt, ist 200 Wings bei doppelter Deadline. Wenn ihr jetzt noch früher callt, also bei 100 alive schon, gibt es auch nur 200 Wings. Das soll einfach das krasse Gambling so ein bisschen vermeiden, sondern ihr sollt ja auch ein bisschen schauen, wie sich eine Runde entwickelt und nicht einfach bei 100 alive callen. Deswegen ja, über der doppelten Deadline könnt ihr natürlich auch schon teilnehmen, gibt aber nicht mehr als 200 Wings. Und verlieren könnt ihr auch nicht mehr als 60 Wings. Und wenn ihr jetzt zwischen doppelter Deadline und Deadline liegt, also bei 50 Alive zum Beispiel, gibt es halt anteilig was davon, also zwischen 100 und 200 Wings, das seht ihr immer ausgerechnet. Und ihr riskiert dann zwischen 20 und 60, ist auch ausgerechnet. Ihr seht also zu jedem Zeitpunkt live, wie viel ihr gerade riskieren würdet und wie viel ihr Chance hättet, wenn es Chicken Dinner werden würde. Jetzt gehen wir nochmal von dem Beispiel aus, bei dem ihr bei der Deadline callt, also für 100 Wings und ihr würdet 20 riskieren. Wenn wir jetzt das Chicken holen, kriegt ihr natürlich die 100 Wings. Hier ist aber nochmal kurz die Verteilung eingeblendet innerhalb der Top 10. Für Platz 2 würdet ihr 72% der Wings kriegen, also bei unserem Beispiel 72 Wings und so weiter. Für Platz 10 wird es nur noch 4 Wings geben, aber das ist immer noch besser, als wenn man nicht teilgenommen hätte. Und das ist vor allem besser als für Platz 11 und höher, wo ihr 20 verlieren würdet. Ich möchte euch nochmal kurz die Chicken Challenge Grafik von oben bis unten erklären. Ist eigentlich selbsterklärend, wir gehen es trotzdem nochmal kurz durch. Oben steht immer der Spielmodus, Squad und Teilnehmerzahl, wie viele Teilnehmer gerade da sind. Es sind maximal 8. Im Moment hat einer teilgenommen in dem Test hier. Man sieht die Deadline, also in dem Spielmodus Squad kann man bis 35 alive teilnehmen. Dann sieht man halt die Anzahl der Wings, die man riskiert, aber auch bekommen könnte, wenn es ein Chicken wird, für die jeweilige Spieleranzahl, die gerade am Leben ist. Und letztendlich kommt dann so ein kleines Pulssymbol, ob ich gerade am Leben bin oder nicht. Ist halt so ein bisschen fürs Grafische, ne? Damit es nach was aussieht. Und unten kommt dann schlussendlich das Leaderboard mit den Top 3, die in diesem Monat gerade die meisten Wings haben. Außerdem sieht man bei der Ingame-Lebensanzeige nochmal durchlaufen, welche Leute diese Runde schon mitgemacht haben. Und bei wie viel Alive die gecallt haben und was die dementsprechend für Wings bekommen würden und welche, wie viel Wings sie riskieren. Um jetzt teilzunehmen an der Chicken Challenge bzw. um zu callen, schreibt ihr einfach nur Ausrufezeichen Call in den Chat. Und dann gibt es auch nochmal ein Pop-Up-Window, was alles Relevante nochmal zu eurem Chicken Call anzeigt. Und das sieht dann wie folgt aus. Übrigens, wenn ihr noch keine Punkte habt bzw. keine Wings habt, könnt ihr risikofrei teilnehmen, weil ihr nicht unter 0 fallen könnt.
Falls wir jetzt eine Runde mal absichtlich abbrechen sollten, weil früh einer drauf geht oder so, und ihr habt schon Chicken gecallt, dann kann ich quasi der Chicken Challenge mitteilen, dass wir die Runde abbrechen und alle Chicken Calls werden dann komplett annulliert und es geht einfach von vorne los. Also ich würde dann keine Wings verlieren, nur weil wir ausloggen. Wenn die Runde jetzt vorbei ist, weil wir alle tot sind oder das Chicken geholt haben, dann erfolgt die automatische Auswertung, die so aussieht. Und dann geht der Spaß von neuem los. Now that's all I had for you guys in this video. Ich bin nicht Wacky Jackie, aber das war alles. Somit ist eigentlich alles erklärt. Und ich hoffe, dass ihr schön fleißig mitmacht und dass wir gemeinsam einiges an Spaß live haben werden. Ich bin mir sicher, das werden wir. Und ich freue mich auf euch und auf eure Teilnahmen und auf würdige Gewinner für die drei Preisgelder. Bis gleich oder bis dann, je nachdem, ob ich gerade live bin oder nicht. Ciao.